Willkommen zum Gitarrentutorial All I Have to Do. Ein recht einfaches Lied, einfach strukturiert. Wir brauchen vier Akkorde. Das ist der A-Moll-Akkord, C-Dur und G-Dur und D-Moll. Genau, und ich zeige jetzt zuerst mal eine ganz einfache Zupftechnik, wie ich das spielen würde. Die Zupftechnik besteht darin, dass der Daumen immer die entsprechende Bassseite zupft. Also da gibt es die Auswahl zwischen der E-Seite, der A-Seite und der D-Seite. Da musst du ein bisschen hin und her springen, je nach Akkord. Aber die anderen drei Finger, und zwar der Zeige-, Mittel- und Ringfinger, die haben feste Saiten und zupfen immer die. Also der Zeigefinger zupft immer die G-Seite, der Mittelfinger zupft immer die H-Seite und der Ringfinger zupft immer die E-Seite. Das bleibt also fest, nur der Bass variiert je nachdem, wie der Akkord ist, weil der Bass ist quasi, ja, der Name vom Akkord verrät schon den Bass. Bei A-Moll brauchen wir das A. Das A befindet sich auf der A-Seite. Bei C brauchen wir das C, das liegt hier im dritten Bund. Und deswegen brauchen wir da auch die A-Seite als Bass bei C-Dur. G-Dur haben wir hier oben das G im dritten Bund. Und deswegen brauchen wir die E-Seite. Und D-Moll braucht den D-Bass. Und das ist wieder die offene Seite. Und ich würde vorschlagen, ganz langsam mit der Zupftechnik zu beginnen. Immer vier Takte machen. So ist das nämlich dann später auch in dem Lied. Vier Takte A-Moll, vier Takte C-Dur, vier Takte G-Dur, vier Takte D-Moll. Und genau, und dann langsam steigern und irgendwann kann man dann auch in einem Tempo, wenn man das richtige Tempo hat, wo man dann schon singen kann, dann kann man dann auch dazu singen. Genau. Aber jetzt erstmal die Zupftechnik ganz langsam. Also, wir zählen in einem Takt, das Lied steht in vier Viertel, deswegen vier Anschläge. Und wir können da ganz einfach 1, 2, 3, 4. Die sind alle genauso gleich lang, die Schläge. Genau, 1, 2, 3, 4. Können wir ganz normal irgendwie mitzählen und ganz langsam beginnen und das eben dann steigern. Also A bei A-Moll. Fangen wir jetzt an. 1, 2, 3, 4. Bass, G-Seite, H-Seite, E-Seite. 2, 4. Das waren jetzt vier Takte. Und jetzt zähle ich mal in C-Dur. Greifen wir also oben nach C-Dur. Da zähle ich mal die Schläge, weil es sind genau vier in einem Takt. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Meine Gitarre ist noch nicht ganz in Tune, die ist frisch besaitet und verstimmt sich immer noch ganz leicht. Jetzt bei C-Dur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Umgreifen nach G-Dur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt nach D-Moll mit dem D-Bass. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Noch langsamer brauchst, dann kannst du dir das ruhig noch langsamer machen. Zähl gerne eben am Anfang erstmal so diese Saiten mit und 1, 2, 3, 4. Konzentriere dich auch gerne auf die Saiten. Man kann auch das erstmal hier zuhalten, also einfach leicht die Hand drüber legen und die Zupftechnik alleine üben und genau hingucken. Das dauert alles ein bisschen, bis man irgendwie das so verinnerlicht hat, welcher Finger zu welcher Seite gehört. Und dann muss man auch nicht mehr drüber nachdenken und kann dann das ganz schnell zupfen natürlich. Genau, aber so schnell brauchen wir es gar nicht für das Lied. Das Lied ist eher so.
to do. Da darf es dann sein. Genau, aber üb das ganz langsam und nach 4 Takten dann einfach zu C umgreifen. Dann hast du hier die gleiche Bassseite, das heißt, die Saiten verändern sich gar nicht. Und hier auf der Seite musst du ja nur den Ringfinger nach oben setzen, also versuch dich darauf zu konzentrieren, beim Wechseln vom Akkord trotzdem hier im Metrum die Seite hier zu zupfen. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vom Wechsel vom C nach G ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, weil der Daumen dann quasi von der A-Seite. 1, 2, 3, 4 nach D, nach G, 1, 2, 3, 4. Aber die unteren bleiben gleich. Und von G nach D ist es auch ein Sprung hier und dann wieder die A-Seite. Also zweimal A, einmal E und dann einmal die D-Seite. So sind die, so ist das mit den Akkorden, genau. Und dann suchst du dir einfach dein Tempo und versuchst das ganz entspannt mitzuspielen. Das Lied beginnt wie mit einem Auftakt, das ist ein Takt quasi All I have to, und dann geht es auf Du los mit A-Moll. Du könntest auch, wenn man das dann in Schleife singt, dann merkt man, dass man dann noch auf dem D-Moll-Akkord steht. Das Ende vom Lied ist gleichzeitig der Anfang. Und so könnte man auch beginnen, aber ich beginne eigentlich, wenn ich das Lied singe, immer so mit einem freien Gesang. All I have to do. Also ich schlage mir so den A-Moll an, da weiß ich ungefähr, wo ich singen muss. All I have to do. Dazwischen. Und beim vierten D-Moll, das war jetzt schon, hätte ich schon wieder einsetzen müssen. Also der vierte D-Moll nochmal. Da ist dann auch wirklich jeder Zupfer ist ein Wort. All I have to do. A-Moll, ganz lange Pause. Und dann is open. Zwei Takte leer, also ohne Gesang. Es geht genau auf die 1, wieder zwei leere Takte. Und dann geht der Gesang weiter auf dem letzten G. Und wenn die erste Strophe All I Have to Do rum ist und man möchte dann, also oder zweimal das gesungen hat und man möchte dann Into the Horizon singen, dann ist das genauso wie wenn man die von der ersten Strophe in die Wiederholung geht. Beim vierten Mal D-Moll gehen wir also, singen wir dann schon Into the Horizon. Wieder zweimal.
Langsam in deinem Tempo und dann kommt es, wenn du es dann schneller spielen kannst, dann geht es so. All I have to do is open my heart wider than ever before. So darf das dann klingen. Und wenn du mal einen Takt zu viel spielst wie ich, dann ist das auch nicht so schlimm, weil das, ja, man kann das ja relativ frei gestalten. Genau, so, und dann zeige ich dir jetzt noch eine Schlagtechnik. Weiß nicht, wie lang, aber wie weit du schon bist im Schlagen. Das Grundmuster, was dem Viervierteltakt zugrunde liegt, von allen Schlagtechniken ist eigentlich runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Also, das habe ich dir aufgemalt. Runter, nach oben. Das, also, ein, man zählt 1 und 2 und 3 und 4 und genau. Es ist egal, ob du jetzt nur mit dem Daumen machst. Manche machen das nur mit dem Daumen oder mit der ganzen Hand. Eher so mit den Fingernägeln oder wie auch immer. Guck, was dir gefällt und wie es für dich schön klingt. Und genau das würde ich halt quasi so, habe ich meiner Gitarrenschülerin gesagt, so üben wir das erstmal quasi. Einfach erstmal einen Akkord auflegen oder gar keinen und einfach erstmal nur eben dieses Hoch und Runter üben. 1, 2, 3, 4, 5, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und das ist die Grundbewegung von jedem Rhythmus. Und dann werden Schläge weggelassen, damit es quasi schöner klingt, natürlich, weil niemand will ein Lied hören, das so klingt. All I have to do is open my heart wider than ever before. Wobei, wenn man immer schön die 1 betont, dann geht es auch in
man lässt auf jeden Fall Schläge weg, damit es schöner klingt. Und mein Vorschlag am Anfang ist immer so eine Schlagtechnik. Genau, das habe ich dir aufgemalt. Da ist es bei 1 nach unten, dann 1, die Un, das ist der Schlag nach oben, der wird nicht gemacht. Also der wird in der Luft gemacht. Also die Handbewegung bleibt die ganze Zeit tatsächlich immer dieses hoch und runter und hoch. Und also die 1 nach unten, dann die Hand in der Luft nach oben, dann mit der 2 wieder nach unten die Saiten und nach oben gleichzeitig. Also danach, da hat man schon mal, ich schläge mal ein A-Moll auf, da hat man so 1 und 2 und das ist schon mal die Hälfte vom Takt. Und dann geht es weiter mit der, die 3 wäre ja quasi wieder nach unten, der wird ausgelassen, also der wird nur nach unten in der Luft gemacht. Und dann kommt die Un von der 3 nach oben und die 4 nach unten und die 4 und nach oben quasi. Dann hört sich das so an. 1 und 2 und 3 und 4 und nächster Takt. 1 und 2 und 3 und 4 und genau, aber wenn du schon Schlagmuster kannst, das auch so lang ist, also dann oder halb so lang, im Viervierteltakt geht ja auch halb so lang, dann kannst du das ja quasi, dann kannst du das schon. Ansonsten musst du natürlich jetzt erstmal noch so ein Schlagmuster lernen. Man kann aber Lieder auch quasi ohne fertiges Schlagmuster begleiten. Man kann nämlich ja einfach zum Beispiel eben die Saiten nach unten streichen und dabei sich so mit begleiten. All I have to do. Is open my heart und da hast du auch diese ganze Zeit, um umzugreifen und es klingt trotzdem schon total schön. Ich mache dann meistens so einen Schlag. Und dann kann man natürlich noch einen machen oder man macht einfach Pause und guckt, bis dass man dann wieder ist. Und auf den Unterlagen, also druck dir die Blätter gerne aus. Es ist wirklich cool, wenn man die vor sich liegen hat. Dann siehst du ja genau, wo die Akkorde hinkommen. Das habe ich dir in dieser, kannst du ja nochmal da, wo das Gezupfte quasi, wo ich die Zupftechnik aufgemalt habe, da steht das genau drunter. Beziehungsweise auf der anderen Seite habe ich dir ja auch immer die Akkorde über das Wort geschrieben. Und fang genau einfach nur so an. All I have to do is open my. Kannst auch noch ein paar halt mehr dazwischen machen. Hinter dir ist es auch nicht ganz so wichtig, wo ist immer die 1 von dem Takt und du musst auch nicht 4 Schläge machen, das kriege ich auch nicht so gut hin. Ich mache das immer ganz frei schwebend, wie es einfach irgendwie vom Gefühl her irgendwie da ist. Hauptsache es ist über den richtigen Wörtern, genau. Und genau. Und wenn du dann ganz langsam diese Schlagtechnik gelernt hast oder deine schon langsam schlagen kannst, dann legst du die halt quasi einfach da drüber. Und diese Schlagtechnik ist jetzt doppelt, also die ich dir gezeigt habe, dieses 1 und 2 und, oh nee, 1 und 2 und 3 und 4 und das ist jetzt doppelt so lange wie diese Zupftechnik. Also mit der Zupftechnik würde man dagegen zählen 1 und 2 und da wäre man schon fertig. Die ist also halb so lang. Das heißt, weil wir die Zupftechnik ja viermal machen, dann brauchen wir dieses Schlagmuster nur zweimal und sind schon genauso weit in dem Lied. Also. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil nämlich
dass weil teilweise auf Tag 3 losgeht, das heißt, wir sind da erst in der Hälfte der Schlagtechnik. Da muss man sich so ein bisschen jetzt reinhören, dass man dann an den richtigen Stellen wechselt. Also der erste Takt ist ja auch immer noch der vom letzten, also D-Moll. Und deswegen fangen wir erst. All I have to do. Nämlich quasi in der Hälfte von der Technik muss man schon den A-Moll bei beziehungsweise ist open und dann geht es C. My heart. Und dann kann man es schön ausspielen. Und dann bei Wider geht es ja auch wieder im neuen Takt los. Wider than ever. C. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und G. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 1 und 2 und 3 und 4 und D-Moll. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und A-Moll. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und C und 1 und 2 und 3 und 4 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 und 1 und 2 und ich muss mich total konzentrieren, es ist total schwer, so langsam zu spielen für mich. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und all I have to Yeah.
Also diese Schlagtechnik ist nur ein Vorschlag. Such dir oder spiel dazu deine eigene, die für dich ist. Wie gesagt, dieses Hoch- und Runter-Muster, einfach irgendwie, Hauptsache es ist halt im Viervierteltakt. Und das kannst du ja auch überprüfen, wenn ich einfach so eben, wenn du jetzt deine eigene Schlagtechnik damit zuspielst, dann muss das ja auch stimmen und die muss aufgehen. All I have to do is open C. Bewusst einfach mal die Akkorde dann auch wieder weglassen. Das ist ja natürlich auch ein schönes Mittel. Ja, sag mir einfach, was du noch brauchst. Irgendwie, ob ich nochmal was langsamer erklären soll oder irgendwie vorspielen soll.